Mit der Anrufung von Santa Maria wurde diese Kirche in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts vom Orden des heiligen Johannes von Jerusalem erbaut, kurz bevor dieser Stadt 1557 der Titel einer Villa verliehen wurde. Es hat einen gut proportionierten lateinischen Kreuzplan und im gotischen Stil. Der wiederholte Wappenschild auf seinem Rippengewölbe gehört den Familie Alvarez de Toledo und markiert mit seinem grundlegenden Charakter seine Bauzeit. Im Inneren können Sie den ursprünglichen Stein und die Sauberkeit und Nüchternheit seiner Linien bewundern. Besonders hervorzuheben sind der abgesenkte Bogen, der den Chor trägt, und die beiden Säulen der ersten Bucht, deren Konsolen die Platte des prächtigen Chorgeländers stützen und brechen. Die Kapellen und das Baptisterium, die Basis des Turms, wurden zur gleichen Zeit wie das Hauptschiff errichtet. Die Kapelle Cristo de la Viga wurde im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut. Gegenwärtig schmücken vier Medaillons, die die Evangelisten darstellen, die Kuppel, Gemälde von bewundernswertem und wunderschönem Realismus der Korde bei Malerin Maria José Ruiz, die Sakristei und die obere Umkleidekabine werden später gezeichnet. Das Äußere besteht aus Stein ohne Kanten, mit Ausnahme der Strebepfeiler und der Haupttür. Der Turm in seinem ersten Körper und Glockenturm stammt aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Die beiden Oberkörper wurden im 20. Jahrhundert hinzugefügt. Das Schmieden des Balkons der Umkleidekabine ist ein Juwel des 18. Jahrhunderts.